Hallo, liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Survival Evolved mit den Eierdieben, namentlich Pauline. Hallo zusammen. Gusman. Jo, moin moin. Und Genie. Guten Abend. Und dann wollt ihr vielleicht auch mal ganz minihaft und kurz referieren, was wir denn eigentlich vorhaben. Ja, wir haben da mal was vorbereitet. Es gibt ja gewisse Tiere, die es hier auf Scorched Earth nicht gibt. Und die haben wir uns zusammengeklaubt und möchten die jetzt hier ansiedeln. Da sehe ich ein Triceratops. Donos! Dilos kommen hier zum Vorschein. Und da ist noch ein fettes Vieh gekommen. Was denn das eigentlich? Das ist einer der neuen Saurier, ein Terracinosaurus. Der kann was und warum? Das ist ein sehr guter Farmdino und auch sehr wehrhaft, obwohl es ein Pflanzenfresser ist. Mhm. Gerüchten zufolge geht ein Kampf zwischen Rex und diesen hier immer 50-50 aus. Und das ist ja schon eigentlich eine Leistung. Also das heißt, die sind ziemlich wehrhaft, ziemlich... Das guckt mich an. Ja. Und der große Vorteil an dem ist, man kann relativ selektiv große Mengen an Ressourcen farmen. Der ist einer der wenigen Saurier, der Fasern farmt, also Fibers. Mhm. Und er kann aber auch selektiv Beeren farmen und er kann selektiv Holz farmen, also Holz und Stroh. Mhm. Und dann haben wir hier Trikes mitgebracht, die wir in unserem Stützpunkt auf The Island gezähmt haben. Also beziehungsweise Genie hat sie gezähmt. Und da sie fand, dass Trikes hier Mangelware sind, haben wir gedacht, wir importieren sie mal. Jo. Gut. Des Weiteren haben wir Dodos mitgebracht, um sie zu, hier heimisch zu machen. Und Dilos. Dilos als kleine Verteidiger von umherziehenden eigenen Sauriern, um diese zu verteidigen. Mhm. Weshalb wir sozusagen das Ganze gemacht haben, ist unter anderem halt auch, um die Aufzucht mal zu zeigen. Erstmal mit kleineren Tieren, das geht schneller, und mit größeren dann später. Mhm. Hier an dem Terracino sieht man auch gleich den Umstand, weshalb wir da umfangreich vorbereiten mussten. Der Terracino ist ein Weibchen, heißt Clara. Und hier sieht man, dass sie einen Cooldown hat. Das heißt, die Dame ist 13 Realtage nicht in der Lage, sich zu verpaaren. Auch bei dem weiblichen Trike ist es so, die hat auch ihre 3-Monats-Spritze bekommen. In dem Fall 9 Tage eine Stunde Realzeit. Das heißt, so lange ist sie nicht in der Lage, sich zu verpaaren. Da sind wir drauf gestoßen, dass dem der Fall ist, dass die Weibchen also einen Cooldown bekommen, die Männchen nicht. Weshalb wir einen Teil der Dodos und Dilos, nämlich die Weibchen, und da wäre jetzt ein Schwenk zu Genie angebracht, schon hergeholt haben. Genau, und die sitzen hier in der Hütte. Genau. Im alten Häuschen. Sicher versteckt vor irgendwelchen Gegnern, auch passiv gestellt natürlich. Und die hole ich gerade raus. Ich habe gesehen, da sind auch ein paar Dodos hier vorne vor der Hütte, ne? Ja, das sind, genau. Das sind ja meine Dodos. Das sind die in der Hütte. Ja, richtig. Ja, richtig. Das sind die, die wir geholt haben. Das sind die Weibchen. Oh, nee, oder? Hm? Haben wir einen kurzen Schluck aufgehabt. Ja. Ich dachte, es wäre schon wieder rausgeflogen oder sowas. Gut. Ich versuche die jetzt gerade hier rauszukriegen, die wollen aber nicht so, wie ich das möchte. Mhm. Ja, ich glaube, da musst du die eine Wand rausnehmen. Guck mal, ich habe... Eigentlich nicht. Eigentlich sollten sie so raus können. Außerdem... Folgen sie alle Gussmen. Ja, das macht nichts, ich habe ja hier noch ein paar. Ich muss nur hier gucken, die mit offener Tür ist das jetzt... Das kommen wir. Ja, das ja, ist nicht einfach, ja. Das Rangieren. Na, hast du jetzt abgepfiffen? Nein, nur einen. Nein, nein. Okay.
Okay. Ah ja, hier habe ich zwei. Genau. Und rangier die jetzt gerade hier rüber. Hast du schon einen Teil abgerufen hier? Ich habe schon einen draußen. Oh, da ist Bonnie, hallo. So, da haben wir unsere zwei. Ja. So, kann man ein paar Bärchen holen? Ja. Mit dem neuen Futtertrog. Ja, Gussmann, der hat was mit diesem Gefolge. Ich weiß. Ah, okay. Alles klar. So, ich habe alle Tiere raus. Wir könnten ja jetzt die Tür auch vielleicht gerade noch zumachen, wenn es ginge. Nee, die will nicht mehr. Naja, jetzt ist es wieder offen. Auf zu, auf zu. So, okay, Mädels, dann auf geht's. Oh, Kuschel. Ja, die haben alle ganz süße Namen. Oh. Namentlich genannt Kuschel, Fluffy. Oh, der hat noch gar keinen Namen. Das ist ja. Flauschi, Knuddel und Knuffel. Ja. Knuffel, warte. Ja, Knuddel, Flauschi. Fluffy haben wir vergessen. Hä? So, alles klar. So, oh, den Treik habe ich dir freigemacht. Der ist quasi jetzt. Der läuft nicht hinter mir her, Bonnie. Mit dem kannst du jetzt hochreiten. Juhu. So. Ja, ich habe hier mein Gefolge gerade noch dabei. Ja, ich auch. So, genau. Bonnie habe ich schon ein bisschen. Okay. So. Das ist natürlich blöd. Ja, ich muss jetzt was essen. Also, der Terrazino passt nicht durch ein Höhe 3 Tor. Mussten wir vorher nicht, weil wir es noch nicht ausprobiert haben. Genau. Toll. Das heißt, er muss mit dem Alu draußen bleiben. Ja, ich muss jetzt gleich erstmal. Warte mal. So gut wir vorbereitet waren, ich hatte nichts zu essen. So, ich fülle jetzt gerade mal hier unten den Futtertrog. Was ist denn hier für ein Gezappel? Das sind meine Vögel, die wahrscheinlich irgendwie festhängen. Das ist voll das Gemecker auf einmal. In dir drin. So. Ich glaube, du hast zu viel Kindergarten dabei. Na, alle da. Nee, Kuschel ist fehl. Der hängt da hinten fest. Ich sehe hier nur Beschriftung. Oben ist ja, die wenn jetzt gleich hier. Ja, da ist er doch. Ist sie doch. So. Da kommt alles Mögliche jetzt herbeigeströmt aus allen Ecken. Ja. Mini-Zoo. Ja. Wir waren ja auch fleißig. Ja. Also. So, das sind jetzt die Männchen. Vom das heißt, die Dodos nehmen wir dann nachher, um Trudons zu züchten, oder? Als Beute. Da sollten wir was Besseres nehmen, weil wir ansonsten 40 bis 80 Stück brauchen und das ist ein bisschen viel. Oh Gott. Da nehmen wir dann besser, da habe ich mich schon kundig gemacht, wie das besser geht. Sehr gut. So. Naja, nee, die Dodos kriegen gleich ein eigenes Häuschen damit. Ja, aber dieses Gejodel kann man ja nicht aushalten. Das ist ja auf die Dauer ist das. So. Also, genau. dem geneigten Zuschauer mag aufgefallen sein, dass sich an der Basis noch einiges getan hat. Das ist tatsächlich so. Wir haben also im Prinzip
der Notwendigkeit unserer Zähmung und der Übungen für Genie dann quasi gehorchend ein bisschen Platz gebraucht. Und den haben wir uns verschafft. Das heißt, die Tiere, die sich nicht großartig wehren können oder Schutz von anderen brauchen, sind jetzt alle hier oben. Das geht im Moment noch, aber auch hier ist sozusagen der Platz limitiert und wir werden weiter bauen müssen. Das ist also das, was alle dann sehen können. Es entgeht euch also im Prinzip nur diese einfache Umfassung hier, wie die gebaut worden ist. Aber ich denke, dass es nicht so schlimm ist, weil die wirklich interessanten Bauwerke, die kommen eigentlich erst noch. Als da wären zum Beispiel, wir brauchen ein Babyhaus, wir brauchen Stellplätze noch für die anderen Tiere und. Also wir haben einiges, was wir noch bauen müssen, auf jeden Fall. Und wir haben natürlich auch hier vorbereitet schon mal, wir haben Eier schon besorgt von Geiern, die wir auch schon verpaart haben, um das zu zeigen. Wollen jetzt aber im Prinzip eigentlich der Reihenfolge nach zeigen, wie das funktioniert mit der Verpaarung von Tieren überhaupt. Und wollen dann halt die ersten Tiere auch aufziehen. Also das heißt ausbrüten und aufziehen in dem Fall, weil es sich allesamt um Eierleger handelt. Ja? Bei den Säugetieren ist das ein bisschen anders, aber das zeigen wir dann zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, oder wir verpaaren von den Jaboas welche. Können wir natürlich auch machen. Oh. Ja, die dürften ja auch nicht lang brauchen. Bitte was? Brauchen wir nicht vorher eine Babystation? Wir haben eine de facto Babystation, die wir für kleine Tiere bereits nutzen können. Und zwar? Der Raum, in dem die Mistkäfer sind. Der Raum ist ausgestattet mit mehreren. Also im Übrigen ist das auch der Raum, der benutzt werden kann bei großer Hitze. Der enthält mehrere Klimaanlagen und müsste eigentlich ausreichen, um die einfachen Eier hier auch auszubrüten. Genau, und da die Mistkäfer da ja eh nichts produzieren, können die auch eigentlich. Ja, die sollen ja an Pferch am Boden kriegen. Auch noch. Genau. Ja. So, ich habe mein Chippewa noch nicht eingesammelt, weil. Ja, weil du die Dodos gerade reinbringst. Genau, weil ich noch Dodos tragen muss. Richtig. Den finde ich auch ganz besonders schön hier. Ja, der hat, guck mal hier, der hat zweifarbige Federn hinten. Cool. Lila und grün, also sowieso super geile Farben. Bischibosch, Palain kein Stream? Ja, OBS geht bei mir, tut mir leid. Oh, okay, da hörst du es. Bischibosch. Flusi kann auch noch mitkommen hier. So. Ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist auf einem der letzten Updates, seitdem habe ich nur noch einen schwarzen Bildschirm. Ah, wie gut, dass ich das Update noch nicht gemacht habe. So, ja. Gut, wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, benutzen wir diese Aufnahme, um erstmal alle in Position zu bringen und versuchen in der nächsten den Paarungsakt. Okay, es geht auch mit Schläge. Mhm. Ja. Hey! Was? Warum sagst du das, was da immer drauf steht? Gut, okay. Sehr schade, Grüße an alle. Also erstmal Grüße an alle von Bischibosch. Jo, dankeschön. Ja, Palais, ne? Da höre ich schon raus, dass man eigentlich deinen Stream sehen wollte.
Ja gut, was kann er für technische Probleme? Reparier das mal. Fix das. Gut, ich weiß nicht, woran es liegt. Also. Was hast du für eine Versionsnummer? 17.02? Moment. So, bevor die uns jetzt hier alles zukacken, ja, werde ich die jetzt erstmal... dabei. Ja, ist in Arbeit, ist okay. Werde ich die jetzt hier erstmal gebündelt. So. Keine Updates für die. Die ganze Bude zum Schießen, ehrlich. Ja, ja, das ist heftig. Ja, du, also wirklich, vor allen Dingen die süßesten Tiere scheißen am meisten. Ja. Machen die dicksten Haufen, ja, ja. Fast wie im echten Leben. Hm. Ja. Das sieht auch so ein bisschen witzig aus, als lehnte sich der Allosaurus hier auf den Treik drauf. So von wegen. So, sehr schön. Schon cool. Was machen die jetzt weiter? Ringelpiez mit anpassen. Ja. Ja. Es gibt auch andere, die um die Uhrzeit. Ja. So. Ja, ja. Gut. Andere Gedanken. Dino-Porno. Mhm. Naja, Red Moon, das hast mehr jetzt oder so minder. So. Nein, das hat Red Moon gesagt. Achso. Ja, ja, Red Moon, das hast du jetzt so gesagt. Naja, es ist ja interessant, im Entwicklungskit zu ARK gibt es tatsächlich Animationen für die Paarung der Tiere. Also das heißt, in zumindest in einem Stand von vor einigen Monaten gab es also quasi für jedes Tier dann die klassische Tierpaarung mit Männchen, wie sagt man beim Hund, reitet dem Weibchen auf. Mhm. Also den Begriff finde ich auch faszinierend, ja. Also die klassische was? Faszinierend, aber auch nur fast. Den Begriff finde ich also monströs beknackt, ja. Also insofern, ja. Ja, vor allen Dingen, weil ich in irgendeinem Kaff, wo ich mal einen Einsatz hatte, genau weiß, da gab es eine Straße, die hieß die Aufreite. Und da habe ich mir nur gedacht, so von wegen, das fiel mir damals schon auf und dachte so von wegen, ihr wisst schon, dass ihr eigentlich heißt, in der Straße zum Bumslokal wohnt, ja. Also das ist, fand ich schon sehr interessant. Diese Szenen sind allerdings aus verständlichen Gründen nicht verwendet worden für die Paarung. Wer jetzt also erwartet, hier gewagte Szenen mit Freistilakrobatik zu sehen, wenn wir die Tiere verpaaren, den muss ich leider enttäuschen. Das sieht also eigentlich relativ langweilig aus. Nichtsdestotrotz werden wir es durchführen, werden uns Eier legen lassen und die dann aufziehen. Die Frage ist, ob wir das jetzt gleich machen oder ob wir noch... In der nächsten Aufnahme. Lass uns erstmal alles dafür vorbereiten. Ja, also Bonnie ist sowieso schon mal nicht so weit. Ja. Brauchen noch ein paar Tage. Woran kannst du das sehen? Warte mal, bleib mal stehen. Na, guck sie an, da steht da ready to mate und dann läuft so eine Uhr runter. Moment. Ah ja, bereit zur Paarung, aber mehr ist in Deutsch, okay. Ah ja, okay. Da unten, ganz unten steht's. Ja, 9 Tage, 1 Stunde, 37 Minuten. Und Kimba ist ein Männchen und für den gilt das nicht. Gilt nur für die Weibchen. Gilt nur für die Weibchen. Ja, die Männchen können immer in dem Fall. Das ist wie gehabt. Ja. Wie hier folgt Kimba noch? Das weiß ich. Ach so, weil ich hab's gerade beendet. Was hast du beendet? Dass er dir folgt. Ich gehe da mal. So, wo ist denn Azrak? So, da kann er nämlich gerade mal sehen, wie das aussieht hier mit dem. Ja, nee, kann er nicht sehen. Was denn? Falschling. Sehe ich nur, dass du da so komisch an den Treppen bist. Das sieht nämlich sehr witzig aus, wenn man es von vorne sieht. Moment, dann dreh dich mal, ich bin hinter dir.
Okay. Sammel, sammel, sammel. Das ist das Fasernsammeln. Ah ja, sehr schön. Also Delicate Collecting oder wie es heißt. Mhm. Oder Delicate Harvesting. Man kann dem Tier auch Schwerpunkte setzen. Analog den Moshops und anderen neueren Tieren, wo man die Schwerpunkte beim Ernten sozusagen ein bisschen neu setzen kann pro Level. Mhm. Er hat dann, also das war die Attacke mit der rechten Maustaste, das ist also dieses Fasernsammeln. Mit der linken Maustaste, das ist die Attacke, wie sie auch verwendet wird für den Kampf. Und jetzt werden wir den bösen Baum mal angreifen. Hat also keine Chance. Und wer jetzt gesehen hat, was ich geerntet habe, wird möglicherweise vermissen, dass er Bärchen sammelt. Tut er auch tatsächlich so nicht. Denn dafür gibt es die dritte Attacke C. Damit sammelt er dann auch tatsächlich Bären. Aber halt die anderen Sachen nicht mehr. Das ist gut, da kannst du ganz isoliert. Du kannst ziemlich selektiv damit farmen. Und das macht ihn halt zusätzlich zu der eigentlich relativ großen Geschwindigkeit, die er hat, dem ordentlichen Laderaum und, wie gesagt, der Kampfstärke, die er hat, zu eigentlich dem idealen Allround-Farm-Dino. Ja. Mhm. Also das ist schon sehr ordentlich. Es ist zu erwarten, dass im Laufe des Feintunings vor dem Release sich da doch das eine oder andere ändern wird. Auch bei dem Sammeln der anderen Tiere mittlerweile. Dass die alle nochmal neu gewichtet werden und. Aber im Moment ist es zumindest so, dass er einer der stärksten Sammler ist, die man sich so vorstellen kann. Wermutstropfen an der Geschichte ist, den Sattel kann man erst mit Level 50 bauen. Das heißt, das ist, obwohl das hier für den Anfänger sehr geeignet wäre, aufgrund seiner Eigenschaften, braucht man halt jemand, der entweder Glück hat beim Lootstrahl, dass er einen Sattel für den erwirbt, wie das mir gegangen ist. Ich habe also tatsächlich einen grünen Sattel für den gefunden. Oder aber er muss Level 50 sein, damit er den bauen kann. Okay. Ja. Mhm. So. Gut. Und er geht tatsächlich nicht durch ein Dreier-Tor. Das hätte ich jetzt nicht so eingeschätzt, aber ja. Gut, jetzt können wir auch gleich mal sehen, was er für eine Animation hat beim Leveln. Moment, warte noch, weil ich besorge gerade ein bisschen Fleisch. Ich komme gleich wieder. Ja. Dann kann ich mir das auch ansehen. Ja. Bin auf dem Weg zurück. Also hier sieht man, ne, dass der Laderaum ist voll mit Fibers. Das macht ihn halt wirklich relativ wertvoll, weil ansonsten bräuchte man hier einen Gorilla oder einen Bären. Beide sehe ich auf Scorched Earth nicht. Müssen also auch importiert werden. Und wenn man weiß, dass der Gorilla sehr anstrengend zu zähmen ist, hat man dann doch lieber eigentlich so ein Nonplusultra-Tier. Sekunde, ich tue gerade nur ein bisschen Fleisch in den Trog. Ja, und der war eine ganz schöne Nummer, den zu betäuben, zu narkotisieren. Oh ja. Ja, da habe ich über 100 Pfeile für den gebraucht. Wow. Mhm. Kann ich jetzt? Moment, Sekunde. Ja, ich stehe vor ihm. Okay. Ja. Okay. Auch nicht schlecht. Ja, nett. Bei seinem Auswahlrad sieht man jetzt, hier Few Harvesting Levels. Ja. Und da kann man jetzt im Prinzip weitere Prozente geben auf das Ernten. Das Power Harvesting ist also das Ernten von Holz und Stroh. Und das okay. Delicate Harvesting ist das Ernten von Fibers. Okay.
Hier sieht man, dass er schon Punkte bekommen hat, nämlich 4 Punkte auf das Delicate Harvesting und auf das Power Harvesting 1 Punkt. Ich verteile jetzt in gleichem Maße im Prinzip, weil ich da eigentlich keine Bevorzugung im Moment brauche. Wir werden ihn nachher auch mal nach draußen schicken oder beziehungsweise nach draußen reiten, um zu gucken, ob er auch Kakteen sammelt. Denn das wäre hier bei Scorched Earth natürlich besonders interessant, ob er auch Kakteensaft und Holzsaft sammelt. Denn das sind Ressourcen, die man auch dringend braucht. Kakteensaft? Ja. Kakteensaft ist eine Ressource, die man zum Beispiel zum Bauen braucht. Sand und Kakteensaft ergibt Lehm. Und der Lehm ist ja Grundstein für die Lehmbausteine. Genau, nur dass der Zuschauer, der vielleicht jetzt erst eingeschaltet hat, da auch nochmal so eine kurze Info hat. Patzo, 71, grüß dich, mein Lieber. Ist dann alles für die Paarung bereit? Weil das wäre jetzt in der nächsten Aufnahme dann sozusagen, könnten wir damit nahtlos beginnen, weil Genie sehe ich da hinten noch am Rumvorwerken. Ja, ich bin noch ein bisschen am Leveln hier. Ne? Wie ist das jetzt mit der Paarung? Wen wollen wir denn verpaaren als erstes? Ja. Dodos und eventuell auch Dilos. Genau. Also was Kleines, Schnelles. Ja, was Kleines, Schnelles. Dann also machen wir das in der nächsten Aufnahme. Ja. Ja. Ohne zu drängeln, weil diese ist jetzt sozusagen am Ende. Ja, die Trikes werden jetzt noch schnell mal in die Basis einreiten und dann... Okay. Wobei ich der Meinung bin, die könnten eigentlich auch unten stehen bleiben, oder? Ja, dann würde ich sie auf neutral stellen. Aber ansonsten können die unten stehen bleiben, ja. Die kann sich normalerweise eigentlich ausreichend wehren. Und der Terrazino steht auch auf neutral unten, also stell sie daneben, dann ist es gut. Wenn ich sie hier... Was seid ihr nur für Eierdiebe? Hier liegt ein Ei rum von einem Dodo. Und keiner hat es mitgenommen. An dieser Stelle, ihr Lieben, würde ich das Abschiedswort verkünden. Und bei der nächsten Folge werden wir uns mal zum allerersten Mal dem Thema Aufzucht widmen. Erstmal im Kleinen. Und was für den kleinen Bereich gilt, gilt dann auch für den großen Änderungen, wenn wir dann, wenn die vonnöten sind, dann noch kundtun. Also für was braucht man ein Geburtshaus und was bringt das? Was machen wir hier mit der Vererbungslehre? Was hat es überhaupt mit den Farben auf sich? Und so weiter, da kommen wir noch zu. Es verabschieden sich erstmal an dieser Stelle Guzman. Ja, bis zum nächsten Mal. Harleen. Ciao, macht's gut. Und Genie. Tschüss. Also bis denn. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.